Sei gegrüßt, Spider-Man. Und Sie auch, Colonel Fury. Nicht schon wieder, Computer. Zeig uns einfach, was als nächstes kommt. Stokerstadt, Transsilvanien. 45 Kommandos. Ich bin gerade auf dem Weg nach Transsilvanien. Findet das eigentlich noch jemand gruselig? Ich muss nämlich sagen, ich schon. Transsilvanien ist auch nur ein Fleck Erde, um den sich ein paar Spukgeschichten ranken. Sonst nichts, Junge. Neben unerklärbaren atmosphärischen Störungen weisen erste Scans auf die bisher höchste Konzentration an Phantomsignaturen hin. Lass dich nicht verunsichern. Durchschnittlicher Phantomsymbiontenindex bei 53%. Computer, nur die relevanten Fakten, bitte. Meteorstück lokalisiert. Es wird von einem Wesen mit 100% Symbiontenindex bewacht. Empfehle Abbruch der Mission. Hört sich gut an. Das ist sicher nur ein Systemfehler, Spider-Man. Es ist absolut unmöglich, dass die Phantome so schnell auf Maximalindex gehen. Ja, du hast sicher recht. Ich meine, es könnte ja nicht... Weitere Lebensform entdeckt. Phantomsignaturen, die Lebensform umgeben, verschwinden alarmierend schnell. Es gibt da unten etwas Stärkeres als die Phantome? Positiv. Ja? Dann hoffen wir mal, dass es auf unserer Seite ist, was immer es auch sein mag. Viel Glück, Spider-Man. Okay, sicher. Ich schau mal schnell, wer dieser supermächtige Phantomjäger ist. Dann kümmere ich mich um die Symbiontensache und dann verstecke ich mich erstmal für ein paar Tage unter meinem Bett, falls es euch nichts ausmacht. Seid vorsichtig. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß, die letzte Folge ist ein bisschen abrupt geendet. Ich habe einfach nicht drüber nachgedacht, dass... Ja, dann direkt so weitergeht. Aber da war dann, habe ich einen Cut gemacht. Nur für euch. Ja, dass der Computer auch direkt Bilder von Spider-Man unterm Bett hat. Leicht strange. Aber egal, wir gehen direkt mal weiter. So. Mal gucken. Ach ja, die Ladebildschirme. Nichts geht über Ladebildschirme, die schnell vorübergehen. Oh, das ging ja jetzt sogar. Nehmen wir direkt mal Sandman, um euch das zu zeigen. Der hat halt hier einmal so einen Sandstoß. Und das ist der Sandsturm, den wir freigeschaltet haben. Den haben wir vorhin gesehen. Was für ein eigentümliches kleines Dörfchen. Ja. Den haben wir ja vorhin gesehen, als wir... Lasst mich nachdenken. Als er aufgetaucht ist, der Sandman. Könnt ihr euch nochmal angucken in der Folge. Ja, Mann, warum treffe ich euch nicht? Fresst meine Sandfäuste. Und plock. Finde ich eigentlich ganz lustig, der post immer so ein bisschen. Und tada. War es das schon? Nur so zum dran gewöhnen, oder wie? Naja, dann gehen wir mal weiter. So. Explosionskiste. Na, ich glaube, die hätten wir noch brauchen können. Das wird ja überbewertet. Wie? Wieso darf das denn nicht verschlossen bleiben? Kommt mir nur so vor, da hängt denen die Zunge raus. Noch mehr als vorher. Und die sehen leicht aus wie Löwen, wegen dieser fetten Man-Zeugs, finde ich. Und ich pack dich, Junge. Radun, Radun. So, jetzt will ich dich dann einmal eliminieren. Ach, der macht auch nur das Standard-Ding. Bisschen schade finde ich das, dass sie da nicht andere Animationen für jeden Charakter. Ich meine, Sandman bietet ja auch ein bisschen Möglichkeit für verschiedene Sachen. Ich meine, der kann irgendwie Sand in den Rhein machen und dann explodieren die oder irgendwie so. Ich weiß, das klingt wahrscheinlich sehr gewalttätig, aber lasst mich. Manchmal bin ich halt ein Fan von übertriebener Poserei und so. Und. Rapong. Geht sowohl kaputt. Genau. Und was auch noch wichtig ist, nächste Woche kommt ja kein Video raus. Dazu schaut ihr euch dann auch am besten nochmal mein Informationsvideo an. Da habe ich ja alles einmal kurz und knapp erklärt. Wird nicht lange dauern. Ich glaube, es geht eine Minute oder so. Also, gönnt es euch. Aua.
Bam, bam. Oh. Aua. Ich nehme mal wieder. Tue ich nicht. Nimm Spider-Man das nachher. 1, 2 und 3. Spider-Man, zeig uns, was machst du mit diesen neuen Monstern. Yay, der macht mit denen auch einen Tanz. Ist doch nicht schön. Das Problem nur bei denen ist, wenn wir die jetzt, aua, festnehmen wollen, die schlagen um sich. Das bedeutet, wir könnten sie währenddessen nicht angreifen. Weg denn! Warum der eigentlich da direkt aufsteckt auf dem Boden? Auf zu blitzen! Wie missfällt das? Und noch eine auch. Wir haben beide ein bisschen wenig Leben. Dann fülle ich die mal kurz auf. Das finde ich eigentlich immer ganz lustig, so dieses einfache Auffüllen von Leben. Kleines grafisches Problem, ne? Wenn die Spinnenweben da einfach so drauf liegen bleiben, auf dem Loch. Die Gegner können da runterfallen. Naja. Und weiter. Gut. So. Und. Oh, das hätten wir alles nutzen können. Egal. Wir brauchen sowas nicht. Wir sind richtige Superhelden-Schurken. Den richtig schurkige Superhelden. Das ist es. Ganz viele von den Großen. Komm, schlagt euch. Aua, nicht mich. Euch. Nicht mich. Haha. Haha. Ja, das funktioniert echt. So. Ich auch noch. Und dich und dich und was war das jetzt? Was springt der da so? Ich habe noch nie gesehen, dass diese Viecher springen. Na, verletzt ihr euch? Und boom. Jetzt bist du dran. Und boom. Was eine große Welle. Aua, 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 aua. Bam. Nein. Aua. Und wir treffen dich. Zack. Und. Zack. So. Ist hier noch irgendwas? Oh, das war knapp. Aber egal. Oh, Schlüsselstein. Den habe ich, glaube ich, sonst nie gefunden. Ich denke. Warum springst du da nicht hoch? Du bist doch so ein Superheld. In Deckung. Boom. Aua. Ich sag noch in Deckung und lauf hin. Ach ja. Was würdet ihr nur alle machen ohne meine Dumm und Dämlichkeit. Und irgendwie vermisse ich gerade die Gegner. Ich bin der Meinung, wir müssen noch Gegner kommen. Aber die kommen nicht. Das ist wieder so, genau wie in der letzten Folge in Ägypten. Da muss wer kommen, aber es kommt keiner. Naja. Wollen wir erstmal hier den Schlüsselstein aktivieren. Und aktivieren. Yay! Du bist echt komisch. Was alarmiert gerade mein ich und komisch. Soll ich komisch sein? Diese Typen kriegen einfach nicht genug. Sieht aus wie ein Mund, wo wir gerade durchgelaufen sind. Nein. Schade. Bisschen zu kurz geflogen. Dich noch. Dich noch und dich noch und dich noch. Jetzt betrachten wir einmal kurz die schöne Map, die aussieht wie ein Monster. Genug Betrachtung. Oh Mann.
Du hast deinen Mitspieler runtergefistet. Weißt du das? Weißt du das? Weißt du das? Jetzt schon wieder. Ihr bringt andauernd eure eigenen Leute um. Nicht intelligent. Und, nein. So. Bis, damit der Sandman auch seine Leben voll kriegt. Und ich. Zwei seiner Leute ausgeschaltet. Und nochmal. Glück gehabt. Komm. Schön. Danke. Dann muss ich das nicht machen. Ja, ich spiele eine Runde mit den Gegnern. So. Da oben eben Zink gebaut, mich anzugreifen. Vor allem nicht so hinter. Ups. Trauer. Dem hätte ich ausweichen können. Aber auch gut. Und weiter. Wunderschön. So. Jupp. Und da hoch. Wollen wir einmal gucken. Da lang. Und hier lang. Ah, hä? Haben wir den schon aktiviert? Eigentlich nicht. Aber okay. Nein. Und, pardon. Und nochmal Stein. Wir steinigen sie. Wir sind hier zwar nicht in der Vergangenheit, aber trotzdem, wir steinigen sie. Ich weiß gar nicht, in welcher Zeit das so populär war. Und so, nehmen wir das. Und nochmal. Ey, gehst du wohl runter? Was war das? Nein! Sag bloß! Spider-Man hat ein Netz. Was denn für ein Telekom-Handy? Festnetz? Okay. Wir wollen nicht wieder so anfangen wie in der unterirdischen Folge. Die warten noch nur darauf, von uns verprügelt zu werden. Ich will nur noch gucken, wie wir da hochkommen. Offensichtlich nicht so. Okay. Kann ich da unten jetzt an die Kisten? Oh, Mann. Erstmal den Arschstrang. Und jetzt, wow. Ich wollte den gar nicht anheben. Nietet euch gegenseitig um. Und du kriegst eine Kiste. Und, Alter, du sollst die Kiste nehmen. Aua. Bam. Und, bam. So machen wir das. Mit Style im Kreis rotiert. Na dann mal los. Ich gehe erstmal rechts herum. Wenn es da weitergeht. Da geht es offensichtlich nicht weiter. Okay. Dann wollen wir weiter. Ups, Entschuldigung. Da habe ich kurz gegähnt. Ach ja. Gähnen ist ja auch nicht unbedingt ein Zeichen von Müdigkeit, sondern auch von Konzentration war das, glaube ich. Liegt alles nur daran, dass ich mich gerade so konzentriere. Ihr seid wohl auf einen Kampf aus. Und fliegen. Nein, ich bin weg. Lasst mich in Ruhe. Da ist gerade ein explodierender Wagen. Ich glaube. Hey, ich habe einen getötet. Und einmal alle vergiftet. Das waren noch nicht alle. Wow. Lasst mich in Ruhe. Nietet euch wieder gegenseitig um. Alter, lasst Handman in Ruhe. Bam. 2 gegen 1. Wir sind überhaupt nicht unfair. Obwohl 1? Doch, das Phantom. Doch, 1 ist richtig.
Und du auch noch. Komm schon, schaffst du es nicht an deine Mitspieler ran, Mann. Ich hab gehofft, du wirst sie wieder eliminieren. Nein, 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 nein. Oh Gott. Zum Glück hat Spider-Man diese Fähigkeit. Sonst wäre ich echt arm dran. Hier sind keine mehr, dann wollen wir da hoch. Wir wollen ja auch gucken, dass wir alle ausschalten. Immer noch welche? Nee. Das Spiel glaubt auch, für uns ist langweilig und wir haben zu Zeit. Egal. Uns ist ja nicht langweilig, wir haben ja Spaß bei dem Ganzen. Ich meine, was macht mehr Spaß, als Phantomen zu verkloppen in seiner Freizeit? Nix. Nicht jetzt. Genau, nicht jetzt. Es gibt noch nix, was besser ist. Also, nicht jetzt. Wollen wir doch gucken. Hey, was war das? Was ist denn Blödsinn? Und, Karton. 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 Ey. Wir haben sie alle. Hört auf, einfach in der Luft kaputt zu gehen. Zeit zu gehen. So, und weiter. So, dann wollen wir doch einmal gucken. Und Rattung. Schon wieder keine Gegner. Warum ist er dann so ein Tretschalter? Ich frage mich, warum die Brücke dann nicht direkt ausgefahren haben lassen. Wenn ihr versteht, was ich meine. So, ne? Egal. Wollen wir mal weiter. Da, 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 da. Da 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 da. Ey, 444 Schnapszahl. Jetzt müsst ihr alle ein Schnäpschen trinken. Aber sagt nicht, dass ihr das von mir habt. Sonst dürft ihr nachher nie wieder diese Videos schauen. Und das wollen wir doch alle nicht. Ich meine, es macht auch Spaß. Massiver Schaden. Haha, fress Glas. War's das schon? Oder wo sind die anderen? Du hast keine? Da oben sind keine? Gehen wir mal weiter. Ach, da ist noch einer. Hallo. Boom. Und nochmal. In your face. Ah, warum waren die Schalter schon oben? Oh, da oben geht eine Tür auf. Okay. Wir wollen aber noch nicht gehen. Wir warten jetzt auf Sandman, dass der hier runterkommt. Ach, da oben. Ja, ich finde es immer ein bisschen blöd bei solchen Sachen. Da hat er irgendwie einen kleinen Grafikfehler. Wo ist er da? Ja, ne? Gut, der steht drauf. Das finde ich wirklich ein bisschen blöd gemacht. Das ist halt wirklich so, wer unter zwei spielt, ist das einfach, aber alleine muss ich da rumdoktoren, damit ich da irgendwas hinkriege. Und weiter. Hoch. Die Tür sah vorhin für mich überhaupt nicht aus wie so eine Leveltür, muss ich zugeben. So. Die Musik ist schön gruselig. So mag ich das. Es wird lustig. Alter! Nein, du spinnst. Und ich habe Angst. Ich habe Angst. Ich habe extrem viel Angst. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe. Komm, schadet euch gegenseitig. Und nochmal. Schadet euch gegenseitig. Dich nehme ich. Dich nehme ich. Wow. War jetzt überhaupt nicht übertrieben, zum Glück. Diesmal hat alles überlebt. Wir müssen weiter. Nein. Sag bloß. Nee. Das hätte ich jetzt nicht von dir erwartet. Nee. Nee, also. Nee. Ich geh mal runter. Einfach nur so, ne? Ganz nebenbei. Noch weiter. Oh, hier gibt's nichts mehr. Und gibt's hier noch irgendwo den S-Strang? Den S-DNA. Ist ja eigentlich, ist ja das gleiche. Och nö.
Das sind die neuen Fettis. Hey, aber da gibt uns wieder Gegner, um ihn Platz zu machen. Das gefällt mir. Getroffen. Da. Oh, nein. Hier ist halt alles ein bisschen geisterhafter. Ja, aber die kann man eigentlich ganz gut so umnieten, würde ich zu geben. Naja. Alter! Ach so, ich will dich ja gar nicht einspielen, ich will dich werfen. Nein. So, einen habe ich noch. Komm, nur für dich. Das war jetzt mies. Immer diese Geister, die einen dann verfolgen. Ist das euer Ernst? Wir haben gerade einen großen Gegner platt gemacht und jetzt kommt ihr wieder um die Ecke und wollt uns ärgern? Nein. Ich sag dazu nur. Nein. Aua. Was? Mann! Was soll der Blödsinn? Nein. Das Gift kaputt gemacht. Ihr werdet gerade alle vergiftet und ihr sterbt. Ihr bringt das Gegengleich um. So wie ich es von euch liebe. Und ich punch mal noch ein bisschen. Ach, jetzt bist du soweit. Und Breakdance. I like to move it. Das wird lustig. Boom. Ja, das fand ich auch. Ha, trefft euch gegenseitig. Und boom. Wieso hast du das überlebt? Ich habe einen Gegner, hab deinen Mitspieler auf dich geschleudert. Der war mindestens 2 Kilo schwerer als du. Der hatte einfach ein bisschen mehr Haare. Habt ihr das nicht gesehen, diese grafischen mehr Haare? Die waren garantiert da. Ja. Hey, weg zu rennen. Oh. Lasst mich in Ruhe. Don't get on my nerves. Don't you dare. Nein. Mist. Und yeah, Sandman haut rein. Echt, sieh weg, Junge. Ich will den Stein. Ich will den Stein und zieh den die Beine weg. Okay. Mit coolen Effekten. Und in den Abgrund. Jetzt ist die Frage, wer kriegt dafür die Punkte? Ich oder der Abgrund? Hey, ich habe eine Idee. Sehen wir uns das alte unheimliche Haus da vorne an. Das ist auch in keinem Horrorfilm einer der größten Fehler, den man machen kann. Also wollen wir doch mal da rein. Ha! Gedießt! Da ging's doch noch nicht weiter. Einmal Punkte gucken. Und die Punkte sind durch. So. Diesmal denke ich aber an die Verabschiedung. Keine Sorge. Und zwar, wenn der Ladebildschirm weg ist. Ich meine, ich will's ja schön höflich machen. Ja, ne? Und außerdem können wir uns währenddessen noch schön unterhalten. Drücke mehrfach 4, während du ein großes Phantom hältst, um zusätzlichen Schaden zu verursachen. Also 4 ist Schlagen bei mir, ganz normal. Das hätte man sich auch denken können. Das sind so immer diese Tipps beim Laden. Das ist, ja. Okay, dann sage ich jetzt aber schon mal, ich freue mich auch besser aufs nächste Mal mit euch bei Spider-Man Freund oder Feind. Und damit, tschüss, bis zum nächsten Mal.